Wann bist du das erste Mal mit Fans in Verbindung gekommen oder hast du Fans wahrgenommen? Das war in meiner Anfangszeit in Regensburg, als ich als Jugendspieler zur ersten Mannschaft gekommen bin, da dann mit, ja, ich glaube 16, 17 da die ersten Spiele dabei war oder mittrainiert habe. Und das war so der erste Kontakt, da erstmal beim Training jemand da war oder halt dann auch von den Spielen. Ja, wie alt warst du, als du das erste Interview, das erste Autogramm geben musstest? Ja, ich denke auch in der Zeit irgendwie 17, 18 so rum, ja. Um den Dreh. Aber das ist schon spannend wahrscheinlich und ändert sich wahrscheinlich dann so ein bisschen, dass man merkt, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und da kommt irgendwas auf einen zu. Na klar, ich glaube, wenn du das erste Mal jemandem ein Autogramm gibst, ist das schon was Besonderes, ja. Oder ist ja auch nicht alltäglich dann. Aber es ist ja ein schönes Gefühl und ich finde es auch immer wieder schön. Was war so dein schönstes Erlebnis mit Fans? Gut, wir sind 2012 aufgestiegen in die zweite Liga. Da die Feierlichkeiten danach, die Woche war natürlich war schon besonders. Oder auch bei St. Pauli allgemein. Ich glaube, jeder weiß, dass das schon sehr besonders ist, ja, mit den Fans. Auch im Stadion, die Fankultur. Deswegen gibt es da sehr viele schöne Momente und gibt es nicht den einen. Gab es auch schon negative Erfahrungen mit Fans? Oder? Ja, natürlich. Gerade bei den Auswärtsspielen ist das natürlich immer so ein Thema. Ich kann mich gut daran erinnern, das erste Mal war ich bei Regensburg im Kader in der dritten Liga gegen Hansa Rostock. Da ging es natürlich schon zur Sache. Mussten wir uns auch vor der Fankurve warm machen. Das war natürlich schon das erste Mal dann so, okay, was ist hier jetzt los? Was wollen die von mir? Ich habe eigentlich gar nicht, nur weil ich hier laufe, beschimpfen die mich. Aber ich denke, damit kann beeinflusst jeder... Beeinflusst einlassen während des Spiels? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kann sich jeder im Vorhinein schon drauf einstellen oder das weiß auch jeder. Und ich glaube nicht, dass das einen großartig beeinflusst. Hast du auch eigene Fans? Also es gibt ja Fans, die Fans von einer Mannschaft oder vom Verein sind, aber es gibt ja auch so teilweise sogar schon Fanclubs von einzelnen Spielern. Hast du da auch so persönliche Fans, die eigentlich immer wieder auf dich zukommen? Oder? Ja, es gibt zwei bei Instagram, die relativ viel machen, mit denen ich auch ab und zu in Kontakt bin. Dann gibt es hier auch Fans, die oft beim Training da sind, die bei dem Spielen immer da sind, die man immer sieht und mit denen man natürlich über die Jahre, ich bin jetzt auch schon 5 Jahre bei St. Pauli, immer mal wieder quatscht und redet. Deswegen entwickelt sich das auch mit der Zeit. Was bedeuten Fußballfans so für dich oder was erwartest du von Fußballfans? Na gut, ich erwarte erstmal gar nichts. Ich meine, die bezahlen dafür, dass sie ins Stadion kommen, dass sie uns unterstützen. Wie ich gerade schon gesagt habe, bei St. Pauli ist das immer was Besonderes und hat uns auch schon in ganz schwierigen Phasen extrem geholfen, dass einfach die Fans immer positiv hinter uns standen und uns auch in schlechten Phasen geholfen haben. Und deswegen bin ich jedem Fan, der ins Stadion kommt und uns zuschaut, dankbar eigentlich. Ja. Wo können Fans mehr über dich erfahren? Hast du dann wahrscheinlich auch einen eigenen Instagram-Account oder Facebook oder eine eigene Website? Oder? Nee, eine Website brauche ich nicht. Deswegen, ich bin eigentlich nur bei Instagram aktiv und sonst habe ich mich überall gelöscht. Ja, überall gelöscht? Facebook okay. Bin ich raus, nur bei Instagram vertreten. Ja. Na, okay. Ja, viele Spieler haben ja eigene Webseiten. Also. Ja, nee, es ist... Ich denke, über uns wird genug geschrieben, deswegen muss ich da nicht auch noch jeden Tag meinen Senf dazugeben, okay. Zu allem. Deswegen belasse ich das bei Instagram. Alles klar. Das war es eigentlich schon so im Groben. Achso, wärst du bereit, mal so zu Fanaktionen zu kommen, dass man so eine, falls man mal so eine Fragerunde hat, wo man zwei, drei Profis auch von verschiedenen Vereinen hat, wo dann Fans einfach mal kommen können und die Spieler persönlich fragen können zum Thema Fans eigentlich? Ja, na klar. Es gibt auch bei uns den Fan-Talk ich glaube im Stadion ist das immer in den Fanräumen. Da war ich auch schon 2-3 Mal. Deswegen ist das eigentlich ganz, ganz normal und auch gar kein Problem. Alles klar. Gut, das reicht mir eigentlich schon.